Hallo ihr Süßen, ich möchte euch heute ein Video machen zu meinen Herbstfavoriten und was ich jetzt bisher schon sehr, sehr, sehr doll geliebt habe. Das ist so ein bisschen Septemberfavoriten / Herbstfavoriten. Natürlich gehört für mich im Herbst der Tee dazu und süße Teetassen. Und das hier ist einer meiner liebsten Tassen. Also ich habe insgesamt 4 Mickey Mouse Tassen. Hier so eine 2 kleinen, einmal mit Mickey und Minnie Maus und 2 große, fast schon Schüsseln, die ich aber unheimlich gerne mag. Und wenn wir beim Thema Tee schon waren, dann möchte ich euch auch gleich meinen allerliebsten Tee in der letzten Zeit vorstellen. Und zwar ist das dieser hier. Grüner Tee Matcha, den finde ich einfach super lecker. Es ist natürlich kein Matcha-Tee, wie man ihn original kennt. Den habe ich auch zu Hause. Da fehlt mir allerdings noch dieser Besen und deswegen schmeckt der immer nicht so gut, weil da diese Krümel drin bleiben. Also muss ich mir den Besen noch kaufen. Ja, aber den trinke ich total gerne. Da habe ich auch schon mehrere Packungen definitiv leer getrunken. Und er schmeckt sehr, sehr gut und ich zucker den auch nicht. Und deshalb ist für euch eine Kaufempfehlung, falls ihr grünen Tee mögt. Und der ist wirklich sehr intensiv und sehr, sehr lecker. So, dann ist der Herbst für mich natürlich auch eine Kerzenzeit und das ist einer meiner liebsten Kerzen. Die ist schon fast leer, wie man sieht. Hier ist die ist so schon schwarz angekugelt. Die wechselt hier unten das Licht, je nachdem, ja, es ist so eine Art Lichtspiel. Und die habe ich vor einigen Wochen entdeckt bei uns in so einem Ramschladen und dachte so, wow, cool, die riecht schön. Das ist, da gibt es, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Duftrichtungen und ich habe die Naturduftrichtungen genommen. Ich habe 2 davon. Die ist jetzt, wie gesagt, schon leer. Die habe ich immer hier neben mir am Computer stehen und wenn ich den Kleinen abends ins Bett bringe, finde ich das irgendwie viel entspannter für die Atmosphäre als so ein Schlaflicht. Also zumindest geht es uns so, dass wir das viel schöner finden und eine steht noch im Wohnzimmer und die ist auch fast leer und da bin ich gestern losgerannt und habe versucht, irgendwo diese Kerzen nochmal zu kriegen und in den ganzen Läden hier bei mir in der Umgebung waren die weg. Einfach weg. Und dann, ich arbeite ja ein bisschen weiter weg von meinem Wohnort. Und bin da zu DM rein und habe eigentlich gesagt, naja gut, dann suche ich eine Alternative an Kerze, die auch so schön ist. Und habe dann tatsächlich meine Kerze nochmal wiedergefunden. Die kostet um die 5 Euro, ist nicht ganz günstig. Ich habe die jetzt, lasst mich überlegen, 2, 3 Wochen. Habe die aber wirklich jeden Tag im Gebrauch gehabt und mehrere Stunden und auch zum Einschlafen und überhaupt. Die riecht einfach wunderschön. Mein absoluter Lieblingsduft. Der Raum riecht nicht zu stark. Es ist... Ich könnte darüber jetzt, glaube ich, Stunden reden, weil ich sie wirklich, wirklich liebe. Aber ja, ist eine Farbwechselduftkerze. Schattenspiel nennt sie sich. Und da gibt es jetzt auch gerade eine neue Duftrichtung. Die finde ich persönlich mir ein bisschen zu stark. Da finde ich die hier eben schöner. Und ich hoffe, die gehen niemals aus dem Sortiment. So, wenn wir doch bei Düften waren, möchte ich gleich mit meinem absoluten Herbst-Favoriten in Sachen Parfüm fortfahren. Und hier habe ich noch die große Verpackung von Lady Million Paco Rabanne und ich liebe diesen Duft. Ich habe den schon eine ganze Weile und der ist sehr, sehr schwer, warm, finde ich. Also ich kann Düfte immer nicht so gut beschreiben, aber für mich ist er schwer und warm und ist so ein bisschen einmummelnd und deswegen liebe ich den einfach im Herbst total. Im Winter finde ich ihn auch wieder nicht so passend, da habe ich einen anderen, den werde ich euch natürlich im Winter dann zeigen. Aber den trage ich zurzeit sehr, sehr gerne und ja, hat mir mein Freund geschenkt. Und der hat schließlich Ahnung, was das angeht. So, dann was für meinen Kleinen und ich habe was gesucht, was sein Immunsystem so ein bisschen stärkt, wo er ein paar Vitamine bekommt, noch zusätzlich. Das ist natürlich kein Arzneimittel in dem Sinne, dass man da jetzt drauf wetten kann, dass das Kind nicht krank wird. Aber ich finde es trotzdem eine gute Ergänzung zum allgemeinen täglichen gesunden Essen. Und zwar sind das hier solche Gummibärchen von Das Gesunde Plus von DM. Und wir hatten mal so einen Saft bekommen von der Ärztin und den mochte er einfach überhaupt nicht und hat sie halt gesagt, es gibt auch so eine kleine Bärchen, die man eben geben kann in der Apotheke oder in der Drogerie und da habe ich halt die jetzt gefunden. Ich finde, wenn man daran riecht, riechen die erstmal wirklich eklig. Und ich dachte so, oh mein Gott, der wird die nicht essen, die schmecken bestimmt nicht. Habe dann selber auch eins probiert, die sind eigentlich recht lecker, sie schmecken einfach wie Multivitaminsaft in der Art. Und davon kann man so 3 bis 4 geben. Und ja, das mache ich. Ich habe das abgesprochen. Und so dann etwas, was ich im Herbst auch total gerne mag. Es sieht vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gut aus, weil das ist mein Frühstück. Und zwar sind das Shakes, die ich einfach sehr, sehr gerne morgens trinke. Weil ich bin immer so, kennt ihr das, wenn es dunkler wird und ihr kommt schwerer aus dem Bett? Und so geht es mir momentan. Es wird dunkler, es ist noch so mulmig und man will nicht aus dem Bett raus und man hat keine Lust, großartig Frühstück zu machen. Dann mache ich mir einen Shake, den jetzt hat so mein Freund für mich gemacht, weil er macht einfach die besten Shakes. Also ich kriege die nie so gut hin wie er. Und ja, meine Shakes sind auch auf jeden Fall ein Herbst-Must-Have für mich. Geht schnell, man ist lange satt,
und man hat noch ein paar extra Vitamine für den Tag. So, jetzt etwas, was ich eigentlich hätte zu den Kerzen dazu sagen müssen. Ich bin ein unheimlich großer Buchfan. Also ich lese sehr, sehr gerne Bücher und das mache ich auf meinem Kindle. Und mein Kindle wird wahrscheinlich immer ein All-Time-Favorite bleiben, bis es was anderes gibt. Nein, aber speziell geht es jetzt hier um mein Buch, was ich aktuell lese. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Und zwar ist das Black Dagger und da bin ich schon bei Buch Nummer 14. Also es ist eine Buchreihe. Und zwar geht es da um Vampire und deren König und Verschwörung und Kämpfe und das typische Fantasy-Gehabe. Aber es ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Und beim ersten Buch, ich bin immer so bei den ersten Büchern von einer Reihe, bin ich immer so, echt jetzt? Aber wenn du durch die ersten Seiten reingelesen hast, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich bin da einfach so, ich brauche eine Weile, um in ein Buch reinzufinden. Und jetzt bin ich mal, wie gesagt, bei Buch Nummer 14 und ich will gar nicht mehr, dass es aufhört. Es ist wirklich so spannend. Und ich habe jetzt schon Bammel davor, wenn ich ein neues anfangen muss. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit Fashion, Schuhe, Klamotten und so, was ich gerne trage zurzeit. Diese Schuhe, die ich relativ neu habe, ich habe die jetzt seit einer Woche ungefähr, die sind aber super, super bequem. Die sind so in einem Rosé und ja, haben so eine Schnalle, haben hier so eine Prägung und die Prägung hat mich als erstes eigentlich angesprochen. Verkaufsopfer, also Verpackungsopfer. Ja, die haben hier hinten so einen Reißverschluss, der ist total schön und sehr, sehr, sehr schön bequem. Man kann die jetzt im Herbst super tragen, auch ohne Socken oder mit Overknee-Strümpfen. So werde ich das zum Beispiel heute tragen. Und auch heiß begehrt sind diese Schuhe bei mir momentan. Das sind so eine Spitzen Lederimitatschuhe in Bootyform. Und die finde ich total schön. Da suche ich noch ein anderes Paar einfach, dass ich zwei habe, weil die sich doch recht schnell vorne an der Spitze ablatschen, die hier jetzt gerade, weil ich habe die schon eine ganze Weile und ziehe sie eigentlich fast jeden Tag an. Also dann habe ich hier noch einen und hier noch einen. Und die sind einfach so, so kuschelig und so groß. Und man kann die halt auch als Jackenersatz anziehen. Also gerade den hier habe ich mir eigentlich geholt als Jackenersatz, weil der wirklich sehr, sehr breit ist. Ich mache euch ja mal gleich einen Einspieler rein, damit ihr sehen könnt, wie groß der ist. Und die Sachen trage ich wirklich sehr, sehr gerne. Also diese wirklich dicken, dicken Schals. Da braucht man auch nicht unbedingt immer eine dicke Jacke noch dazu, sondern einfach nur den Schal und einen etwas dickeren Pulli vielleicht oder so einen mitteldicken Pulli. Und dann ziehe ich die Teile einfach super, super gerne an. Also wenn ich mir Schals kaufe, dann immer diese großen, dicken und ja. Die sind so schön. Oh, das Parfüm. So, dann besagte Overknee-Strümpfe. Ich halte sie nur mal so kurz rein. Wenn ihr wollt, dass ich vielleicht mal ein Lookbook drehe zu meinen liebsten Herbst-Outfits, dann gebt mir doch gerne mal einen Daumen nach oben, dann mache ich das natürlich für euch. Dann werde ich die nächsten Tage mal rausgehen in den schönen Laub und ein paar schöne Aufnahmen für euch machen. Auf jeden Fall Bock drauf, falls ihr Bock drauf habt. So, dann war ich bei H&M und habe eigentlich gar nichts. Doch, ich habe eine Jacke gesucht eigentlich und habe aber zum ersten Mal, ich habe es aus Spaß, mir so einen Hut aufgesetzt. Das ist er. So ein Filzhut und der war auch nicht gerade so günstig dafür, dass ich eigentlich keine Hüte mag oder nicht denke, dass sie mir nicht stehen. Und habe mir den einfach mal aus Spaß aufgesetzt und plötzlich meinte mein Freund so, hä, der sieht doch voll gut an dir aus. Und ja, seitdem trage ich den total gerne, gerade an Tagen, wo ich so wie jetzt hier so ein bisschen Bad Hair Day habe. Und dann setze ich mir den einfach auf. Wartet, jetzt geht's gerade nicht, weil ich hinten eine Haarspange drin habe. Wartet. So, dann setze ich mir den einfach so auf. Und dann, jetzt bin ich total grau in grau, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und ich finde es super schwer, einen Hut zu finden, der mit einer Brille zu kombinieren ist, dass man dann nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, aber jedenfalls ist das hier mein Hut, den ich total gern getragen habe. Dann in Dingen Fashion habe ich mir hier noch eine Lederjacke gekauft. Die habe ich bei TK Maxx erstanden und die ist wirklich super schön und eigentlich ein Glücksgriff gewesen. Ich habe nämlich gar keine Jacke gesucht. Ich wollte eigentlich Pullis haben und habe aber die dann gefunden und die ist so, so schön kuschelig und ist ein aus veganem Leder. Das hing sogar extra dran, fand ich total spannend. Hat dann hier so einen Fake-Pelz-Besatz, den man abmachen kann, wenn man möchte. Und ja, ich blende euch ein Video ein, wie sie getragen aussieht, weil es ist einfach super schwer zu zeigen. Und die finde ich super, super schön und da braucht man auch keinen Schal tragen an so Tagen wie heute. Heute werde ich sie zum Beispiel wieder tragen, weil es so ein Mummelwetter gerade ist in Berlin. Und ja, absolut bester Kauf seit langem wahrscheinlich. So, wenn wir bei Jacken sind, dann möchte ich natürlich auch meine im Moment am meist getragensten Jacke zeigen. Und zwar ist das hier so ein Cardigan, der so ein bisschen fluffy Ärmel hat und eigentlich hier endet ungefähr auf der Höhe. Und den trage ich einfach super gern, einfach zum Drüberschmeißen. Passt zu allem, zum Feinen, zum Sportlich, zu
jedem Stil einfach. Und deswegen ist der sehr, sehr, sehr geliebt bei mir und hat, glaube ich, auch nur 20 Euro bei H&M gekostet. Falls ich diese Produkte nochmal finde, verlinke ich euch die natürlich unten in die Infobox. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil ich rede schon wieder viel zu viel. So, ihr Lieben, ich habe gerade gemerkt, das Video wird richtig, richtig lang. Deswegen werde ich das in zwei Teile splitten müssen. Sozusagen der erste Teil, da werde ich wahrscheinlich die Fashion- und Beauty-Sachen zeigen. Und der andere werden wahrscheinlich so Lifestyle und zusätzliche Dinge sein, die ich sehr, sehr gerne mag. Und werde das natürlich in zwei Teile machen und euch in den nächsten Tagen hochladen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da geben, wenn es so sein sollte. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, was ich euch als nächstes drehen soll. Ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, damit ihr die nächsten Videos auch noch sehen könnt. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Muah!